Leider ist es aber in letzter Zeit vorgekommen, dass wirklich, muss sagen, in den letzten Jahren, engste Freunde, wie sie sein wollten, wo ich einmal diesen Ausspruch geprägt hatte, gut gewollt und schlecht getan, dass diese Menschen, die Freunde sein wollten, nur wollten, aber nie den Gedanken aufgenommen, dieses Wort Freund in die Tat umzusetzen, um das zu tun, was dazu notwendig ist, um den Beweis dafür zu erbringen, dass sie ein wirklicher Freund sind. Befreit hat mich keiner, sondern bis jetzt hat mich jeder nur reingelegt. Ich denke da auch an Einzelne, die wirkliche Freunde sein wollen, die statt mich zu entlasten, haben sie mich noch belastet. Und das trägt alles zu dem letzten Prozess noch bei, dass sich jeder darauf beruft, ihr habt ja, ja doch, ihr habt alle die letzten Prozesse vor allen Dingen beigewohnt. Wenn ihr genau Obacht gegeben habt, dann werdet ihr wahrgenommen haben, dass all diese Zeugen, die geladen waren oder nicht geladen waren, die ein Protokoll abgegeben hatten, dass sie mich nicht entlastet, sondern nur belastet haben. Also muss ich sagen, gut gewollt, schlecht getan. O Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun, liebe Freunde, damit ist jetzt Schluss. Diese Versicherung gebe ich, die kann ich jedem geben. Und das hat sich aufgehört. Davon habe ich genug gesammelt und davon brauche ich nichts mehr. Ich müsste schon so sagen, ich brauche davon nichts mehr in meiner Schmetterlingssammlung. Da habe ich genug. Und ich möchte nicht, dass ich zu viel Doppeltes da habe. Und das würde mir wieder um die schöne Zeit bringen. Und ich würde mich womöglich darin hernach verstricken oder verfahren oder verlaufen. So, von dem habe ich genug. Und wie gesagt, hört das auf. Und diese Sammlung stelle ich ein. Sollte irgendetwas auftauchen, dann weiß ich gleich zu antworten. Dann werde ich nicht mehr darüber schweigen, sondern ich werde das sagen, was ich zu sagen habe. Nun, weil wir heute wirklich, wie ich schon zu Anfang sagte, ich glaube doch sagen zu können, nett zusammen sind, oder nicht? Ja. Ah. Doch. Ja. Ja. Und es kommt immer so einzeln. Ja, das will ich gerne glauben. Und gerade deswegen, ich bin auch gut dazu aufgelegt und freue mich, dass wir heute noch den ganzen Tag beisammen sein dürfen und dass wir die Zeit auch richtig nutzen. Nun, bis hierher gesehen, möchte ich doch den Einzelnen zu Wort kommen lassen. Und wie gesagt, ich möchte niemand festnageln, aber dieses Tonband, das jetzt bis hierher besprochen worden ist, verbleibt im Archiv. Es wird nicht gelöscht, das habe ich vorhin oben schon gesagt. Und wer einige Worte dazu beitragen will, dem wäre ich jetzt im Namen aller, im Namen aller Menschen in der heutigen Zeit, Menschen von heute und Menschen von morgen. Das heißt, und auch die übermorgen kommen, für denen sage ich, den Freund hier, schon meinen herzlichen Dank. Denn es kommt denen zugute, was der eine und der andere zu sagen hat. Aber bitte, bitte, Freunde, offen und ehrlich sprechen. Ich betone noch einmal, ich sage noch einmal, ich bin nicht menschenhörig, ich bin nur gotthörig. Und ich sammle nicht mehr das, von dem ich schon überschüttet worden bin. Diese Sammlungen haben aufgehört und jetzt muss ich zu Handlungen übergehen. Ich werde das Ganze, die ganze Sammlung zusammenzufassen wissen
und werde dieses den Menschen unterbreiten. Das heißt, der ganzen Menschheit unterbreiten. Das ist um viel, viel mehr in diesem Werk, in diesem Verein, wie man das nur so ganz kurz betitelt, das heißt amtlicherseits, geht, dass es um viel mehr geht, das glaube ich, ist euch allen jetzt bewusst. Nun wollte ich mal bei dem verbleiben und die Frage, die ich schon weit vorausgestellt hatte, das heißt, dass der ein oder andere das sagen kann, warum, wieso, weshalb er überhaupt hier ist, ob es weiß, ob es nicht weiß, ob es ein Drang ist oder ein Zwang von ihm ist, ob ihn etwas dazu bewegt und sie sich verpflichtet fühlt, dass sie sich hergezogen fühlt oder dass er glaubt, dass es richtig ist oder gleich wie es ist, bitte, ohne Zwang. Es muss nicht zu viel gesprochen werden, aber ich bitte auch nicht zu wenig, sondern so viel wenigstens, dass aus diesem Gesprochenen auch für jeden, der von allem nichts weiß, das entnehmen kann, was der eine oder andere so von Herzen hier zum Besten für der gesamten Menschheit zu geben hat. Ich glaube, wir fangen so an, dass unsere Dorothee erstmal was sagt. Da ist die Christel froh, dass sie nicht anfangen braucht. Ja, doch. Wolltest du anfangen? Ja. Ja? Bitteschön. Lieber Bruno, ich möchte dir mein Ehrenwort geben. Etwas Besseres besitze ich nicht. Ich werde stets treu zu dir dienen, zu dir stehen. Ich werde treu zum Werk stehen und treu zu meinen Freunden. Gott möge mir helfen. Und Gott wird auch helfen. So der Mensch daran glaubt, so er den guten, den göttlichen Willen hat, in dem er ja zu leben bestimmt ist. Und so er den Glauben an Gott nicht verliert, Gott hilft ihm. Glaube er nur. Das Wichtigste ist, liebe Freunde, schweigen zu lernen, wer es noch nicht kann. In sich so viel aufspeichern, ansammeln lassen von Überzeugungen, dass er wirklich überzeugt ist, dann weiß auch er, dass Gott ihm so weit geholfen hat. Ich führe ihn nur. Ich halte nur die Verbindung zu Gott. Und er wird so viel von Gott empfangen. Und dass er sich wirklich von all dem überzeugen kann, was Gott ihm schon gegeben hat. Und dass er dann frei und offen zu jedem Menschen, zu der ganzen Menschheit danach sprechen kann, von dem er sich selbst überzeugt hat. Und das ist das Wunderbare. Das ist die größte Stärkung und das Schönste und Größte, was man einem Menschen schenken kann, ist das Vertrauen, ist der Glaube. Kein irdisches Gut steht höher. Ich möchte nicht sagen, steht hier höher im Kurs. Nein. Das ist das Höchste. Dass der Mensch einem seiner Nächsten ein Versprechen gibt und dass er glaubt, das Selbstvertrauen, Glauben, das Vertrauen an seine Nächsten und dass er glaubt, dass er dieses auch in die Tat umsetzen wird. Und Gott wird mir helfen. Ja, allen wird er helfen. Nur Glauben ist ja. Das ist die Bedingung. Ohne Glaube kein Leben. Das habe ich oft gesagt. Ich habe noch viel, viel mehr zu sagen. Natürlich muss dann aber auch jeder folgen. Vor allem, woran er glaubt. Und wenn ich was sage, woran im Moment noch nicht glauben kann, und dann ist das Vertrauen schon gebrochen. Dann kommt schon das Misstrauen. Da gibt es schon einen Abbau. Da hat es mit dem Aufbau schon nichts mehr zu tun.
da kann man schon diesem Werk nicht mehr dienen. Also Freunde, wie vorsichtig man sein muss. Und ich will euch heute, ab heute, fest in mein Herz anschließen. Enttäuscht mich nicht. Tut das, woran ihr jetzt glaubt. Ich führe euch. Immer. Nur zu einem. Zum Guten. Nur zu Gott. Vielen Dank, Rüssel. Ich glaube auch für dich. So, und wer will jetzt was sagen? Es ist gar nicht so leicht, das zu sagen, was das Herz sagen möchte. Du hast auf deinem Tonband in der Weihnachtsrede gesagt, wir sollen uns dahin bewegen, wo wir uns hingezogen, wo wir uns zugezogen fühlen. Ich weiß selbst nicht, was es ist. Ich kann es nicht in Worte kleiden. Es hat nichts mit Zwang zu tun, es hat nichts mit Hypnose zu tun, es hat nichts mit Beeinflussung zu tun. Ich kann nicht sagen, was es ist. Ich weiß nur eins, ich kann dich nicht im Stich lassen. Mehr weiß ich nicht. Ich muss da sein für dich, Bruno. Das sagt mein Herz und ich glaube fest daran, dass ich immer für dich da sein werde. Du kannst die Gelegenheit ja weiterhin wahrnehmen, um mich noch besser und deutlicher zu erkennen. Ich glaube, liebe Dorothee, dass du mich zu einem Bruchteil schon durchschaut und zu einem ganz kleinen Bruchteil, ganz klein, erkannt hast. Und aus diesem alleine heraus wächst schon die Verpflichtung. Man weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber man tut es einfach. Ich muss bei dir sein, ich muss helfen, ich muss hier sein, ich kann nicht alles, ich muss. Ja. Das ist ein Drang in die Menschen, das ist ein Drang in dir selbst, ja, weil du das Gute willst. Es muss wohl so sein, Bruno. Ja. Es ist auch so ein befreiendes Gefühl dabei, was man gar nicht beschreiben kann, was einfach da ist. Ich kann es in Worte nicht kleiden. Nein, man kann vieles in Worten nicht kleiden. Denn dafür gibt es die Worte noch nicht. Dafür aber existiert die Tat. Denn die Tat bewegt die Menschen ja weiter zu dem, das heißt die gute Tat, weiter zu dem er gehört. Er weiß manchmal nicht warum. Er tut es einfach. Weil er es als gut empfindet. Und das Gute in ihm bewegt ihn weiter zum Guten. Führt ihn weiter zu Gott. Und das ist das. Ja, und ich habe auch gar nicht das Verlangen, dir ein Versprechen zu geben zu müssen. Es ist einfach so. Mehr kann ich nicht sagen. Du tust es einfach. Ja, es ist sowas Selbstverständliches, es ist einfach da. Ich halte ja schon, was ich gar nicht versprechen muss, es ist doch einfach da. Ja, das ist auch das, was ich tue, bitte, ich will deswegen keinen Freund das absprechen, im Gegenteil, er soll es ruhig aussprechen. Ich brauche auch einem Menschen kein Versprechen geben. Aber einem, zu dem ich gehöre, der mich hierher sandt, an den habe ich es gegeben. Und dazu stehe ich. Aber einmal gegeben, und das ganze Leben, das ganze Hiersein dazu zu stehen. Es ist viel, es ist was, es ist das, das überhaupt jeden Menschen bewegen müsste. Ich sage ja, und ihn auch bewegt. So wird das Gute bejaht.
Und auf der anderen Seite, liebe Dorothee, hast du dich auch zu einem Bruchteil von dem überzeugen können, wer ich bin. Zum Bruchteil. Ganz zum Bruchteil, ja, Bruno, zum Bruchteil. Und wozu ich hier auf dieser Erde bin? Ja, das ist meine Überzeugung. Ob ich nur den Menschen nützlich oder dienlich bin oder nicht, ja, das musst du selbst. Das ist meine Überzeugung. Du sagst, das ist deine Überzeugung. Ja, Bruno, das ist meine Überzeugung, dass du deinen Körper besitzt, wie du sagst, wir nützen unseren Körper, die Menschen zum Guten zu bewegen, die Menschen zu bewegen, zurückzufinden zum Glauben, das Schlechte abzuschütteln, sich zum Guten zu bekennen, das Gute zu erkennen und das Gute überhaupt zu erfassen und wieder zurückzufinden auf diesen guten Weg. Das ist meine feste Überzeugung. Ja, ich habe auch viele Überzeugungen hier in diesem Erdenleben erhalten. Ich habe auch die Überzeugung erhalten, dass wo ich zum Teil in Freundeskreise auftauchte, ob im größeren oder im kleineren Rahmen, immer wieder wurde ich, so ich neu auftauchte, mit neuem Schmutz und Dreck angegangen, beworfen, überschüttet, so dass ich immer wieder nur weiter nichts zu tun hatte, als diesen Dreck, der mir erneut entgegengebracht, erneut gesammelt, mit dem ich immer wieder erneut überschüttet wurde, freizumachen. Und da ging die schönste und die beste Zeit verloren, so dass doch ein Teil an auch in meinem Körper haftete, dass auch ich in ein Leid verfiel und dass ich immer wieder alles Mögliche daran setzte, um von diesem Übel frei zu werden, dass Menschen endlich einmal auf das Gute hören und dem Guten folgen. Es war schwer, es sind schwere Jahre. Ich habe keinen rosigen, sondern ich habe nur einen Weg zu gehen, einen dornenden Weg. Und dieser Weg ist derart verschüttet, derart versperrt, den muss ich frei machen. Den mache ich frei. Und hier habe ich ihn frei gemacht, dann wird er immer wieder aufs Neue versperrt. Denn das Böse lässt nichts fehlen. Es setzt alles daran, um immer wieder Menschen daran zu hindern, dass sie ja nicht den guten Weg einschlagen. Und erst recht, dass sie diese Hinderungen wahrnehmen und dass sie zu guter Letzt doch den Mut und die Kraft verlieren, dass sie dann den Gedanken gar nicht mehr dazu aufnehmen, um diesen Weg noch weiter zu gehen. Ich könnte sagen, sie sind feige, mutlos, ratlos, tatlos, sie sind kraftlos geworden. Ja, denn das Böse bringt sie um die gute Kraft. Wehe dem, der unter den Einfluss des Bösen steht. Wohl dem, der sich aber dem Guten hingibt, wie er das Gute schon als gut empfindet. Und wie er glaubt, dass er auch dem Guten dienen darf, das ist mehr als Glück. Und das ist ein Segen Gottes. Denn das hat der Mensch sich dann schon verdient, dass er dem Guten, dass er Gott dienen darf. So, liebe Dorothee, ich habe dich sehr gut verstanden. Und wolltest du noch was sagen? Eins möchte ich noch sagen. Oft versteht man dich insofern nicht, weil es manchmal vorkommt, dass du etwas heftig bist. Ich habe es auch nicht verstanden. Aber jetzt weiß ich es. Dann ist irgendwo eine Unwahrheit, irgendwo taucht eine Lüge auf, irgendwo taucht eine Ausrede auf. Ich bin jetzt so weit, dass ich sage, er war etwas heftig. Wo, von welcher Ecke kommt jetzt eine Unwahrheit? Wir Menschen erkennen das nicht. Ich weiß aber, dass du das weißt, dass du das fühlst und dass nur das es ist, was dich in Erregung bringt oder wie soll ich mich da ausdrücken? Ich bin jetzt so weit, dass ich weiß, wo steckt jetzt die Lüge? Es kann nur irgendwo eine Unwahrheit sein, denn er ist jetzt heftig. Sonst bist du nur Ruhe, nur Güte. Ja, liebe Freunde, da habe ich sehr viel zu sagen. Ich habe auch schon sehr viel gesagt. Nur habe ich Menschen nicht zu viel davon zu hören gegeben.
Ich habe aber dafür, wie schon sagte, hier im Schrank zeigte, einige Tonbänder, die ich vom alten Gerät umspielen muss, die ich vor jenen Jahren besprochen hatte und das bereits festgelegt, was ich festlegen musste, was Menschen überhaupt getan, das niemals, niemals die Menschen zum Guten führen konnte. Und das zu viel gewesen ist, dass ich zu viel erhalte, oder besser gesagt, so viel erhalte, wie ich es notwendig habe, um weit vorher und rechtzeitig zu wissen, was im Anzug ist, was Menschen zu unternehmen gedenken, was Menschen beabsichtigen und so weiter. Ich hatte bisher noch nicht die Freunde gefunden, denen ich so viel Vertrauen schenken konnte, indem ich ihnen das gleich sagte. Wenn ich Einzelheiten gesagt hatte, dann habe ich das von einem ganz anderen Ende wieder gehört. Das heißt, wenn ich im Norden was gesagt, dann habe ich es im Süden erfahren. Und wenn ich es im Osten gesagt, dann habe ich es im Westen erfahren. Und wenn ich das irgendwo in der Mitte dieser vier Punkte gesagt hatte, dann bekam ich es von überall zu hören. Liebe Freunde, hier gerade musste ich vorsichtig sein. Ich durfte nicht zu viel sagen. Ich musste schweigen. Und ich muss auch weiterhin schweigen. Und doch will ich engsten Freunden etwas mehr mit auf den Weg geben. Und doch will ich ihnen etwas mehr sagen. Und doch will ich ihnen in viel mehr einweihen, wenn sie wirklich den Guten folgen, von dem einweihen, zu dem sie gehören. Aber das muss sich erst jeder selbst verdienen und der Mensch muss es wert sein, dass ich es ihm sage. Sonst gehöre ich auch zu dem, der die wertvollsten Perlen so einfach vor den Zeugen wirft. Und das ist das, was ich nicht will, was ich nicht möchte und was ich auch nicht darf. Und deswegen werde ich weiterhin hierin schweigen. Aber doch weiß ich so vieles festzulegen, wie ich es auch festgelegt habe. Heftig wird er nur dann, wenn er von einer Lüge angegangen wird. Ja, denn ich muss mich dieser wehren. Und heftig werde ich dann, wenn die eine oder mehrere Personen auch nicht dabei sind, ich habe es sofort weg. Dass ich manchmal im Mittendiktat aufgeregt mit der Faust auf den Tisch geschlagen und sage, ich kann jetzt nicht, lass mich in Ruhe. Dass man sich nur die Zeit merken brauchen und danach nur dem nachgehen und sagen, bitte da oder dort oder dort oder dort ist das und das und das gewesen. Stimmt ganz genau. Ich konnte auch in Südfrankreich gewesen, ich konnte gewesen sein, wo ich wollte. Ich habe es wahrgenommen. Obwohl Menschen nicht daran glauben konnten, weil sie nicht davon überzeugt waren, weil sie sich niemals davon überzeugt haben. Bitte. Das ist das, was die meisten nicht verstehen, wenn sie sagen, das ist ja komisch, warum ist er denn nur heftig? Das ist ja, die begreifen das nicht. Ich glaube jetzt so weit zu sein, dass ich weiß, wenn du heftig wirst, steckt irgendwo eine Unwahrheit. Und wenn es nur eine Ausrede ist oder ein Verdrehen einer Sache ist oder ein wenden wollen oder irgendwas, aber bisher habe ich immer den Beweis erhalten, aha, das war damals, so und so hat das zusammengehangen. Ich sage, tu das mit dem Einwand ab, zufällig hat es gestimmt.